Ich habe Dennis von Dice zu einem epischen Match in A Song of Ice and Fire herausgefordert. Meine Targaryen gegen seine Baratheons. Und wir haben es so versucht zu verpacken, dass wirklich jeder mitkommt und unterhalten wird. Ab geht's. Dieses Video ist der zweite Teil von unserem Let's Play. Falls du den erst noch nicht gesehen hast, der läuft beim Dennis auf dem Kanal. Habe ich hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. In dem Kommentar ist es als erstes angepinnt oder auch hier oben. Also nicht zu verfehlen. Falls du den schon gesehen hast, dann geht's jetzt hier direkt weiter mit Runde 3. Viel Spaß. Der Start, der lief schon mal ziemlich gut für mich. Ich konnte bei ihm einige Ränge weghauen. Ich kann aber schon mal so viel sagen, er wird zurückkommen. Da wird noch einiges hochgeheilt gleich. Ich gehe mit einem Punkt jetzt in die Führung. Ich habe in der Mitte den Punkt gehalten und er kann mit weniger Rängen dort nicht contesten. Auf dem unteren Siegmarker steht er ja, aber durch die Schwertmeister mit mehr Rängen kann er den Punkt sich nicht holen. Und auf dem oberen Siegpunkt steht keiner. Dennis nutzt natürlich als erstes den Effekt vom Säckchen, um dort die dringend benötigte Heilung durchzubekommen. Und mit seinem Kommandobefehl blockiert er mir die Schwerter. Cooler Typ. So. Für dich. Daenerys feuert jetzt die Veteranen an, dadurch können sie erstmal einen Marker ablegen und sie machen einen Rückzug. Wäre jetzt eigentlich nicht notwendig, aber die haben so ein besonders coole Combo, dass die in einem Zug Fernkampf feuern können und direkt loschargen. Fiese, fiese Kerle. Okay, ich nehme Peter Baelish. Peter Baelish geht auf die Krone, möchte aber, dass die Krone zielt wie der Sack. Und ich spiele eine Karte. Sobald eine befreundete zivile Einheit die Krone beansprucht, ersetze den Effekt jener Zone durch, eine feindliche Einheit wird panisch, eine feindliche Kampfeinheit wird verwundbar und eine feindliche Kampfeinheit wird geschwächt. Game of Marker. Dennis verteilt also erstmal an die Veteranen geschwächt und panisch und die Speerträger werden noch verwundbar. Und ich heile jetzt 3 Lebenspunkte. Und das ist jetzt leider ein Spielfehler, der ist uns nicht aufgefallen. Er hat durch die Taktikkarte ja schon den Zoneneffekt getauscht und ausgeführt, könnte jetzt eigentlich nicht noch einen machen. Ich ziehe einfach 2 weitere Taktikkarten und mache die Wächter dort unten noch verwundbar. Jetzt wird's lustig, ich nehme She-Ra Arrow, die setze ich jetzt hier wieder drauf auf den Sack. Die heilen 3 Lebenspunkte. Ich merke, es wäre schlau gewesen, das zu blockieren. Ich kann den verwundbar wegnehmen und She-Ra Arrow, wenn ich den Sack besitze, kann ich ihn dir geben. Good move, Dennis, aber meine Antwort kommt natürlich umso härter. Ist der Offizier dran, der feuert dir richtig an. Ja. Mit 8 Würfeln, Reroll Precision. Reroll bedeutet, ich darf eine beliebige Anzahl von Würfeln neu würfeln, also alle, die natürlich nicht getroffen haben. Und Precision bedeutet, dass eine 6 automatisch eine Wunde macht, ohne dass er das blocken kann. Wenn du mal wissen willst, wie es aussieht, dass man auf die 3 plus nicht trifft, warte, bis ich mal rankomme. Den Angriff, den blockt er richtig gut, nur 2 kippen um und im Paniktest rennt auch nur einer weg. So, dann bin ich dran, ja? Ja, dann aktiviere ich die, die sie wollen, nochmal zuhauen. Vorher nutzt Dennis aber natürlich noch seinen Hauptmann und brüllt, haltet die Linie. Durch seine 2 verbleibenden Ränge macht er jetzt 4 Treffer bei mir. Ich halte auf eine 4, das klappt sehr gut, nur einer muss gehen. Jetzt haue ich dich mit ganzen 5 Würfeln auf die 4 plus. Hab Angst. Aha, so, 3 Stück. Im ersten Wurf halte ich alle, Dennis gibt aber meinen Verwundbar-Marker aus und dann geht zumindest einer. Den Paniktest halte ich souverän und ich bin wieder dran. Die Speere aktivieren. Ja. Es sind... das habe ich eben vergessen. Grauer Wurm gibt noch einen Würfel hinzu, weil die volle Ränge haben. Ja. Also sind es auch 8. Mhm. 8 auf eine 3. Ganze 7 Treffer, klingt ziemlich cool, aber ich habe noch einen geschwächten Marker. Den gibt Dennis natürlich aus. Ich muss neu würfeln. Eine Autowunde bleibt übrig und 4 Treffer. Davon blockt er 3 und den Paniktest hält er auch. Also der großartige Angriff, erstmal nicht viel hängen geblieben. Halten tapfer. Dennis aktiviert seine Sentinels, wo auch der Commander Stannis drin steht. Er schützt damit ein bisschen seine Hirschritter, damit ich nicht so leichtes Spiel mit dem Veteran habe und ihm im Zweifelsfall in die Flanke fallen kann. Kennst du das Gefühl, man hat immer die Angst, dass man irgendwas übersieht, verpasst? Ja, die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Meine Schwertmeister aktivieren und wollen nochmal angreifen. Leider mit mittelmäßigem Erfolg. Eine 6 garantiert eine Autowunde, das ist cool. Ein normaler Treffer geht durch. Durch den Counter-Strike verliere ich leider auch einen. Damit geht aber ein Rang verloren und durch Go-Down-Fighting mache ich ihm damit wieder einen Schaden zurück. Also er verliert 3, ich 1. Panik. Panik. Das ist hart. Seine Wächter halten ja echt ordentlich was aus, aber die 3 Deserteure retten mir gerade den Tag. Du hältst dich gut hoch, ich muss das mehr blockieren. Tja. Daran habe ich nicht gedacht. Dennis will Rache und antwortet mit seinen Wächtern in der Mitte. Dank dem Hauptmann werden auch direkt 2 verwundet. Seinen Angriff blocke ich dank Schildwall weg, damit ich auch keinen Paniktest machen muss. Okay, start of friendly turn.
macht er hier seine Order auf die. Damit bereite ich schon mal den Angriff der Dothraki-Veteranen auf den Pferden vor. Die können dann nämlich mit ihrem Fern- und Nahkampfangriff Reroll und Precision bekommen. Super, dann macht er seine Order auf die. Die noch ein Token. Verwundet. Uiuiui. Jetzt hast du jeden einmal. Ja. Und im Anschluss aktivieren natürlich die Veteranen, um mit ihrer Combo loszulegen. Haben zwar die totale Tokenhölle an der Backe, aber das hält sie nicht davon ab, in den Tod zu reiten. Kennen wir von der grauenvollen Folge. Hey, da sind die Untoten, wir sehen nichts. Anstatt weiter zu schießen, könnten wir einfach reinlaufen. Okay, lass uns das tun. Die Veteranen legen dann mit ihrer Combo los, können nach der freien Manöveraktion mit dem Befehl Quickfire den ersten Fernkampfangriff machen, machen dann noch den Charge und das jeweils wird unterstützt durch die Fähigkeit von Jorah eben. Also ordentlich Schaden. Die Hirschretter haben aber auch was drauf. Mit Resilience blocken die Hälfte. Aber die Moral, ob die hält. Gehalten. Insgesamt bleiben zwei noch stehen. Ich habe auch gesehen, du hast auch wieder alle Token vergessen. Ja, habe ich auch wieder vergessen, aber das ist egal. Die sind dran, die geben den Befehl aus, machen den Charge. Also auf jeden Fall kommen sie jetzt an. Ich komme definitiv an. Und das tut jetzt auch richtig weh. Dank dem Panik- und Verwundbar-Token schafft er 7 Schaden, das heißt nur noch die Hälfte der Reiter stehen. Als letzte Handlung befehligen die Veteranen noch kurz den Rückzug und wir rechnen die Runde ab. Jeder bekommt einen Punkt, damit führt Targaryen 2-1. Runde 4, du hast die Initiative. Puh, jetzt wird's tricky. Ich ziehe erstmal Karten auf. Oh ja, ähnlich. Dennis spielt am Start der Runde auch direkt taktisches Vorrücken. Das legt er auf seine Dennis Baratheon-Einheit. Damit kann er nach einem Angriff einen beliebigen Token von der gegnerischen Einheit ablegen, um einfach 3 automatische Wunden zu machen. Jetzt bin ich so schlau, du machst das wahrscheinlich auch. Stimmt, da haben wir auch noch Sachen. Ja. Wir spielen mal eine von unseren Objective-Karten. Also wir dürfen uns am Anfang der Runde für einen entscheiden. Die Commander-Einheit bekommt diese Fähigkeit. Bei mir ist das grausam. Meine ist präzise. Ja, aber nee, ich mache den Geschlechtsmarker, dass ich dir hinterher den Geschlechtsmarker geben kann. Sehr spannende Entscheidung, die man da treffen muss. Und da komme ich echt ins Grübeln. Ich möchte natürlich meine Pferde, die Veteranen, irgendwie schützen und in Sicherheit bringen. Mhm. Will dir aber natürlich nicht den kostenlosen Angriff übergeben. Heilen ist auch gerade spannend für dich, um gerade vielleicht hier noch länger zu überleben oder die Stack Knights wieder zu retten. Tja, rettet man sich selber? Das ist aber die Frage. Ja. Wir machen das wie folgt. Peter geht auf die Schwerter. Ja. Nutzt aber das Säckchen. Ja. Ich hätte gern ein Pferd hier wieder zurück und kann einen Marker wieder runternehmen. Ja. Ich nehme den Verwundbar-Marker runter, damit die länger durchhalten. Peter Baelish auf das Pferdchen setzen und sagen, das ist das Säckchen. Wir machen also genau das Gleiche. Das heißt, die kriegen jetzt 3 Lebenspunkte zurück. Dann nehme ich Daenerys, gehe aufs Säckchen. Ja. Damit heile ich die wieder voll hoch. Mhm. Und ich darf einen Marker entfernen. Mhm. Dann aktiviere ich Shira Arrow. Dennis stellt sie auf die Briefe, um 2 Taktikkarten zu ziehen und nutzt den Zustandsmarker, um die Veteranen wieder geschwächt zu machen. Du hast die ganzen Geschwächtmarker bei dir. Leg dir mal wieder eine ran. Leg die da mal wieder ran. Die bleiben jetzt geschwächt. Die fühlen sich so stark heute Morgen. Mit Iliomopates beende ich das politische Spiel auf dem Taktikboard und stehe jetzt vor der Entscheidung, heile ich 3 oder lasse ich eine Einheit eine Panikprobe machen. Wäre natürlich schön hier vielleicht an der Stelle, dass der drauf geht, ohne dass ich das machen muss. Ja, das stimmt. Ach, könnte ein Versuch wert sein. Ja? Wir machen das mal. Okay. Vielleicht haben wir einfach Glück. Ich habe gehört, du kannst richtig gut würfeln. Ich kann richtig gut würfeln. Ja, damit habe ich es aber leider geschafft. Und sobald eine befreundete Einheit einen Moraltest besteht, bestimme alle Feinde, die mit der Einheit im Nahkampf sind, die werden verwundbar. Verwundbar-Marker. Falls ich das Briefumschlägchen hier kontrolliere, heilt diese Einheit 2 Wunden. Ui, ganz schlechter Move von mir. Ey, weißt du was? Dann greife ich mit den Stack Knights einfach deine Ritter an. Komme ich dem mal zuvor, ja. Der Ansturm wird auch locker ankommen und leider einiges kaputt hauen. Wir sind in der 4. Runde. Ja. Das heißt, sie haben kritische Treffer, sind grausam und haben Spaltschlag. Oh. Diese 7 Würfel hauen jetzt richtig rein. 7 Wunden, das heißt, meine Pferde bleiben mit einem Leben stehen. In so einem Fall können die natürlich kurz mal zurückziehen. Bei den Veteranen ist das eine Spezialfähigkeit, dass man die per Befehl nach dem Angriff zurückziehen kann. Meine Aktivierung nutze ich dann, um Jorah auch zurückzuziehen. Der wäre da vorne nur Kanonenfutter. Machst du hier einen auf Fagarino oder was? Das ist mir noch ein bisschen zu heiß da vorne. Schlimmer Finger, du! Zum Start der Runde spielt Dennis noch ein Amtseid auf die Hirschritter. Das hat aber keine Relevanz mehr. Die kommen eh nirgends mehr an. Ich aktiviere die und möchte tatsächlich mal zuhauen. Und nutze unser ist der Zorn.
Sobald eine befreundete Einheit einen Nahkampfangriff durchführt, bevor die Angriffswürfel geworfen werden, wähle eine der drei folgenden Sachen. Entweder kriegen sie +1 auf den Trefferwurf, sie kriegen Spaltschlag oder grausam. Wenn ich für jeden, den ich von diesen drei hier besitze, kann ich mir eins zusätzlich aussuchen. Ich würde also sagen, ich kriege +1 auf den Trefferwurf und Spaltschlag. Und dann greife ich dich jetzt an mit 4 Würfeln. Ja, so. Und das sind 3 Treffer. Das sind dann 3 auf eine 5 bei mir? Genau, -1. Den erfolgreichen würfel nochmal. Alles klar. Du hast auch eine 1 geworfen, das heißt, du wirst jetzt geschwächt. Wenn du bei einer Verteidigung eine 1 würfelst. Die sind zornig, die Jungs. I feel it. Naja, zumindest halten sie den Paniktest. Okay, dann machen die jetzt hier ihren Angriff durch den Offizier. Ja. Er sagt, heute doppelte Anstrengung. Ja. Es sind 7 Würfel noch bei den Rängen. 7 Precision Rerolls, aber fairerweise. Genau. Ich kann die auch nochmal rerollen lassen. Ja. Alle Erfolgreichen werden einmal rerollen. Jo. Okay, die Einheit ist tot, aber du kriegst zumindest 3 Treffer. Den Counter-Strike, den halte ich. Und zum Glück sind die Wächter endlich Geschichte. Hat für meinen Geschmack viel zu lange gedauert. Vor allem, weil mein Trupp 10 Punkte wert ist und seine nur 6. Dafür haben die sich echt lange gehalten. Durch das Vernichten dieser Einheit gibt es jetzt noch einen Siegpunkt auf mein Konto. Und ich darf ja noch voranschreiten. Ich überlege aber kurz, ob ich vielleicht auf dem Missionsmarker sitzen bleibe und dadurch jede Runde einen Siegpunkt mache. Aber als waschechter Targaryen entscheide ich mich natürlich fürs Gemetzel und schreite weiter. Die Wächter in der Mitte wollen Rache. Erstmal kommt der Hauptmann mit 4 Treffern. 3 halte ich, einer geht. So, dann haue ich dich jetzt mit 5 Würfeln. Mhm. Dann verschiebe ich mich. Damit versucht er natürlich, den Abstand zu den Schwertmeistern zu vergrößern, die da gerade über die Flanke kommen. Und greift dich an. 1, 2, 3, 4, 5 Würfel. Auf die 4+. Das sind 4 Treffer. Mein Verteidigungswurf hält auf eine 4. 2 halte ich, 2 würden eigentlich durchgehen. Oh, nee. Den halte ich mit meiner Schildwall, damit ich keinen Paniktest machen muss. Mega stark, diese Fähigkeit. Ja, also die knackt man am besten, wenn man mit mehreren Leuten drauf haut. Da ich eine 1 gewürfelt habe, kassiere ich aber im Nachhinein zumindest noch einen Geschwächtmarker. Nächste Runde fängst du an, ne? Ja. Ja, ist nicht so geil. Okay. Die Jungs sind hier dran. Ja, was machen die? Die hauen dir natürlich eins auf die Mütze. Und zwar mit 8 Würfeln, einen Reroll und Spaltschlag ist auch dabei. Bist du sicher, dass das richtig ist? Ich hoffe es, sonst kriege ich nämlich hier Ärger durch die Kommentare. Das sind 7 von 8 Treffern, schon mal ziemlich gut. Den Reroll, den verpatze ich mit einer 1. Dadurch löse ich Counter-Strike aus, wodurch ich einen Gegentreffer bekomme. Den halte ich nicht, verliere einen. Und wie durch ein Wunder hält er dann auch noch alles, bis auf einen. Wow. Und den Paniktest, den hält er auch noch irgendwie, obwohl er durch grausam noch -2 drauf kriegt. So, da bin ich ja dran. Ich habe ja nur noch eine einzige Einheit, die ich machen kann. Die machen Manöver. Denn es Sentinels, die robben da jetzt um den Stein rum, machen die Speerträger nochmal verwundbar, aber das war's dann für ihn für diese Runde. Mit den Schwertmeistern marschiere ich natürlich in Angriffsposition und die Veteranen haben auch noch eine Aktivierung. Und der macht noch einen. Ja. Und der zieht macht jetzt mal einen Angriff, komm. Nee. Trau dich. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, mal ein bisschen sich die Landschaft anzugucken. Komm nach King's Landing. Die Veteranen marschieren natürlich davon. Es gibt keinen Grund, da irgendwas noch zu riskieren. Und du glaubst, dass du so viel wegheilen kannst wieder, ja? Nee, ich weiß es noch nicht. Die Runde ist durch, es gibt wieder Punkte. Ich bekomme einen, weil ich auf dem Siegpunktmarker in der Mitte stehe und wir gleich viele Ränge haben, er es also nicht contesten kann. Dann steht es 4-1. Oh, das ist nicht mehr schaffbar für mich. Kannst mich wegmetzeln. Ja, richtig. Die große Wende, die wird Dennis leider nicht mehr gelingen. Wir bekabbeln uns noch ein bisschen in der Mitte mit den Speerträgern und den Wächtern. Aber spätestens, als dann meine Schwerter von der Seite reinchargen, war es das dann auch für diese Einheit. Ja, Dennis hat leider auch keinen Trick mehr in der Tasche. Kannst du wieder zaubern? Token Magic? Nicht. An dem Punkt hatte Dennis dann angeboten, das Spiel aufzugeben, was ich dankend angenommen habe. Wir haben nämlich im Hochsommer gedreht und da waren einige Lampen im Raum. Du bist sowohl Siegpunkte als auch vernichtungstechnisch bist du mir haushoch überlegen. Also ich kriege nicht eine Einheit in diesem Spiel mehr kaputt von dir. Wir haben dann im Schnelldurchgang noch geschaut, was wohl passieren würde. Am Endergebnis rüttelt das aber auch nicht mehr. Also ich kann nichts mehr machen, mit denen kann ich mich bewegen. Ich könnte hier hingehen, um einen Punkt zu kriegen. Dann würde es am Ende jetzt, du kriegst noch mal einen dazu, würde es 6-2 stehen. Ich würde sagen, das ist sehr, sehr eindeutig. Cooles Spiel, Dennis. Ja, Spaß gemacht. Mega.
Ich muss sagen, ich finde immer wieder toll zu sehen, wie schön dieses Spiel am Tisch ist und wie viel Tiefe drin steckt und man krass überfordert ist. Ja, total. Ja, ja, auch hier ist mal, okay, diese Fähigkeit und dann noch die Karten und dann das. Es ist nicht nur würfeln. Wenn du jetzt noch Lust hast, mehr in der Welt von Game of Thrones zu erleben, dann hast du entweder Glück und mein Starter Guide ist hier schon verlinkt. Alternativ, schau gerne in die Road to A Song of Ice and Fire beim Dennis rein. Der hat schon einige Videos zu diesem tollen Tabletop-System veröffentlicht und die alle in eine Playlist zusammengepackt. Da hilft es dir beim Einstieg, das System kennenzulernen. Ein paar Let's Plays sind dabei. Ja, das hat mich schlussendlich auch damals angefixt. Vielen Dank und bis bald. Ciao!